zum Abend. Mein Mausezahn. Na? Wie war's denn heute? Ach, scheußliches Wetter draußen. Eiserkalt. Hey, was ist denn? Hast du deine Stimme verloren? Hast du deine Stimme verloren? Wieso ich? Weil du nicht angerufen hast. Das Essen steht schon seit einer Stunde auf dem Tisch. Ich habe eine wichtige Verabredung gehabt. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du eine Verabredung hast, ruf eben an. Schrei mich nicht so an, du hysterische Kuh. Was hast du da gesagt? Hysterische Kuh? Hast du eine Ahnung, wie kaputt ich bin? Ich habe das ganze Haus sauber gemacht. Die Fenster habe ich geputzt, den Garten habe ich gepflegt, das Essen habe ich gekocht, den Tisch habe ich gedeckt. Und du behauptest, ich wäre eine hysterische Kuh? Hast du Hunger? Ja, sicher. Hier hast du erst mal ein paar Kartoffeln. Mein Schatz. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu meiner Mutter. Das Foto von dieser alten Planschkuh kannst du gleich mitnehmen. Mal sehen, was deine hysterische Kuh alles kann. Diese Blumen habe ich heute für dich gepflückt. Und hier könntest du in diese Vase ein bisschen Wasser nachfüllen. Mein Gott, bin ich froh, wenn du endlich abhaust. Dann krieg ich nämlich auch mal was Vernünftiges zu essen. Du! Ja, komm, hau doch zu. Du! Ja, hau zu, komm, komm. Du. Eheberatungsstelle Bochum. Guten Tag. Moment. Wir hatten reserviert. Professor Korkhobel mit Gattin. Können Sie nicht warten? Wie war der Name? Korkhobel. Professor Dr. Korkhobel. Ja, ja. Korkhobel. Ist ja ein idiotischer Name, ne? So? Ich heiße schon immer so. Ja, ja, ist ja gut. Aber die Schlampe, die kommt nicht mit aufs Zimmer. Wie bitte? Ich hab gesagt, die Schlampe kommt nicht mit aufs Zimmer. Wir sind ja kein Stundenhotel hier. Erlauben Sie mal. Dörse, ich muss doch sehr bitten. Diese Gattin da ist meine Dame. Diese Dame da ist meine Gattin. Ich glaube, den Spruch habe ich schon mal irgendwo gehört. Müssen wir uns das eigentlich bitten lassen? Mach doch was, Karl Friedrich. Ja, also ich, das war etwas ungewöhnlich, aber wir könnten Ihnen ja die Pässe zeigen. Sie lassen Sie mal schön stecken. Die Fleppen sind sowieso gefälscht, aber Sie könnten einen Schein rüberwachsen lassen. Dann drücke ich eventuell ein Auge zu. Ja, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Was bildet sich dieser Kerl denn ein? Du hältst die Schnauze, Tortenarsch. Also mach nichts. Lass den Schein rüberwachsen oder die Tussi fliegt raus. Na bitte. Sag mal Auto. Auto? Tut, tut. Mathilde! Mach, dass du wegkommst. Lass dich freuen, dass du in dem Alter noch so einen spendablen Freier gefunden hast. Dritte Stock. Und samt nicht so rum. Alle Schweine. Und alle in dem Alter. Hallo, hier meldet sich Wolfram von Schlabbersdorf, Ihr Gourmet-Tester unterwegs. Heute aus der gastronomischen Diaspora, dem Industrierevier, wo niemand so recht lukullische Genüsse vermutet. Und dennoch, gerade hier entdecke ich Bernies Imbiss, ein Lokal, den man mit dem Begriff
Wurstbude nicht gerecht werden kann. Nein, hier bei Bernie spürt man, warum deutsche Wurstbrater auch heute noch den Zipfel vorn haben. Nicht umsonst ist Bernie der erste Imbissstand, dem der deutsche Michel 3 Sterne verliehen hat. Das Dekor bei Bernie ist völlig unprätentiös, rustikal und volkstümlich. Und auch der Service lässt hier nichts zu wünschen übrig. Die anheimelnde Atmosphäre bei Bernie, sie beginnt schon beim Aperitif. Denn wenn Bernie einen Getränkevorschlag macht, kann man sich darauf verlassen, dann braucht der Gast nur noch zu wählen. Was wollen Sie, Bier oder Limo? Glas oder Büchse? Wofür der Gast sich auch entscheidet, Bernie dekantiert sorgfältig. Das gewünschte Getränk hat die richtige Temperatur, die der Wirt sorgfältig prüft. Und wenn Bernie probiert, dann kann man sicher sein, dass es schmeckt. Die Speisekarte bei Bernie ist angenehm kurz. Ein sicheres Zeichen dafür, dass hier alles frisch ist und der Saison entspricht. Die knusprigen Kartoffelgerichte sind Bernies ganzer Stolz. Ketchup oder Mayo? Aber auch seine fette Mayonnaise, seine trockenen Brötchen und sein lascher Senf müssen den Vergleich nicht scheuen. Unübertroffen ist Bernies Spezialsoße von herrlich intensivem Geschmack mit Cayennepfeffer und einem Tropfen Dieselöl abgeschmeckt. Auch wie Bernie mit Fleisch umgeht, da zuzuschauen, das ist ein wahrer Genuss. Warme Frikadellen, kalte Koteletts und nicht zu vergessen, der Kartoffelsalat aus handgeschnittener Siglinde, all das sind Dinge, die in der deutschen Gastronomie ihresgleichen suchen. Und wem nach einem solchen Imbiss bei Bernie der Sinn nach etwas Bewegung steht, der findet hier auch sofort die passende Begleitung. Hallo Süßer! Ja, schon ein Ding, was die Weiber von heute alle zeigen, ne? Sie kommen mir doch bitte nicht zu nahe mit Ihrem riesigen Tier. Riesig? Sie machen mir vielleicht Spaß. Riesiges Tier. Haben Sie schon mal einen Blauwal gesehen? Nein, aber auch noch nie so einen großen Hund. Deswegen, wenn Sie den Hund ein bisschen wegnehmen könnten, ja? Wegnehmen? Ja, Sie machen mir Spaß. Das ist ja kein Hund, den man so einfach wegnehmen kann. Sehen Sie, das habe ich befürchtet. Sagen Sie, was ist das eigentlich für eine Rasse? Das ist ein australischer Hühnerwürger. Ein Hühnerwürger? Australisch. Seien froh, dass sie kein Huhn sind. Ja. Oder haben sie eins dabei? Nein, ein Huhn nicht. Was denn dann? Das ist ein Meerschweinchen. Ein Meerschwein? Ja, das kostet bloß ein paar Pfennige. Dafür rennen Sie zum Arzt. Mein Gott, müssen Sie Zeit haben. Na, Sie sind mir ja vielleicht ein Tierfreund. Sie sind mit Ihrem australischen Hühnerwürger. Außerdem ist das kein normales Haustier. Das ist ein Künstler. Was? Ein Künstler, also ich bin Artist, nicht? Und das Meerschweinchen ist mein Partner. Ach so. Was machen wir denn so? Na, also ich bin eigentlich nur der Untermann. Das Meerschweinchen ist die Hauptperson. Darf ich vorstellen, das ist Toni, das jodelnde Meerschweinchen. Also, und davon soll es der Doktor jetzt heilen. Heilen? Ja, er soll dafür sorgen, dass das Tier mit dem Unsinn aufhört. Nein, womit? Na, mit dem Jodeln. Nein, im Gegenteil, es hat ja aufgehört. Ich möchte, dass es wieder anfängt damit. Dann fahren Sie mit ihm noch mal ins Gebirge. Das ist ja wirklich sehr komisch. Das ist eine Katastrophe für mich und für die gesamte Welt des Varieté. Wo treten Sie denn so auf? Ja, wir sind bis jetzt noch nirgendwo aufgetreten, gell, Toni? Wir sind noch bei den Proben. Hat schon ein Mensch mal dieses Schwein jodeln gehört? Ja, ich natürlich. Vielleicht die Nachbarn, weil wir haben sehr dünne Wände. Aber gesehen hat das doch keiner, ne? Nein, aber ich habe Tonbandaufnahmen. Naja, immerhin was. Und Sie? Sie sagen gar nichts, ne? Ich? Ja, Sie. Was haben Sie denn für ein Tier? Was ist denn? Ja. Im Mund? Am Mund. Ja, was hat er denn? Ja, der träumt so schwer. Woran merken Sie das? Zwischen den Zähnen? Ja, vielleicht sollte ich die Zähne mal putzen, ne? Ich bin schon ehrlich, den ganzen Tag. Geben Sie das Teil mal her. Ja, ja, drum ja. Spucken Sie mal da in den Brunnen. Ja, sicher. Manchmal muss man ins kalte Wasser springen, besonders wenn man schwere Träume hat. Los. Bitte.
Ja, gucken Sie, der ist am Putz runter. Finden Sie nicht, dass er etwas abgespannt wird? Nee, höchst ein bisschen nervös. Sagen Sie mal, essen Sie viel Knoblauch? Ja, ständig. Ja, das ist er doch. Das verträgt er nicht. Davon kriegt er Blähung und dann träumt er schlecht. Was soll ich denn tun? Wir müssen den Fisch beim Essen aus dem Mund nehmen. Im Ernst? Jedes Mal? Ja, während der Mahlzeiten, da müssen wir den Fisch im Bierglas. Also, langt mir jetzt aber. Johlende Meerschweinchen, träumende Fische, wir sind doch nicht im Irrenhaus. Komm, Virgo, wir gehen jetzt zum Onkel Doktor. Moment mal, mein Herr, wir waren vor Ihnen da. Ja, Sie interessieren mich doch gar nicht. Was ist denn Ihr singendes Meerschweinchen? Jodeln, das ist ein jodelndes Meerschweinchen. In meinen australischen Hühnerwürger. Toni? Toni, du gackerst ja. Hör mal, Toni, du sollst jodeln. Jodeln sollst du nicht gackern. Virgo. Bitte denk an unsere Zukunft. Nein. Ausgerechnet jetzt. Wo ich mit ihm bei Wetten, das auftreten wollte. Ruhig. Toni, du bist ein ausgesprochenes Miststück, so. Hören Sie mal, sagen Sie Ihrem Schwein, dass es sofort aufhören soll zu gackern. Sonst passiert hier ein Unglück. Toni. Hürbuch. Toni. Toni. Der Nächste, bitte. Ja, Mausi. Mausi, ich hab dir das schon mal gesagt. Mausi, ich hab dir schon... Darf ich vielleicht mal ausreden? Mausi, wie soll ich dir was erklären, wenn ich noch nicht mal ausreden kann? Vielleicht darf ich auch einmal einen Satz zu Ende sprechen. Mausi? Mausi? Mausi! Ja, was ist, Mausi? Was? Moment mal, Mausi. Was ist, Mausi? Du hast mich doch gerufen, Mausi. Ich dich gerufen? Ja, Mausi, du hast gerufen, Mausi! Mausi! Also, da habe ich doch nicht dich Du siehst doch, dass ich am Telefonieren bin, Mausi. Bist du noch dran, Mausi? Jetzt hör mal zu. Jetzt lass uns das Ganze mal in gutem... Mausi, da kommt doch nichts bei rum. Mausi, das führt doch zu nichts. Mausi, jetzt lass mich doch erklären. Mausi, jetzt lass mich doch bitte erklären. Mausi, jetzt lass mich... Nein, Mausi! Bitte? Bitte? Dann ist der Ofen eben Ausi, Mausi. Maus. Schluss, Maus, hä? So eine blöde Maus. Mausi, sag mal, Mausi, wo bist du denn? Was ist denn, Mausi? Ach, da bist du. Was, du bist ja immer noch nicht fertig. Ach, was machst du denn immer so lange rum, Mausi? Das ist bestimmt die hier. Hat mir noch gefehlt. Jetzt pass mal auf, Mausi. Der Faden ist ab. Und zwar endgültig. Wer? Was? Ach, du bist Mausi. Das ist ja eine Überraschung, Mausi. Ja, von wo aus rufst du denn an, Mausi? Ah ja, gerade jetzt angekommen. Ja. Ich bin gleich fertig, Mausi. Ja, Moment, das ist etwas schlecht, weil ich habe ein paar Leute hier. Ja, was Geschäftliches, eine Besprechung. Ja, nein, das ist lieb, Mausi, ja. Ich rufe dich zurück. Ja, Mausi, in einer halben Stunde. Ja. Ach, wie könnte ich das vergessen, Mausi? Was kann man doch nicht vergessen? El Logo, Mausi. Ja, okay, Mausi. Ja, freilich, Mausi. Okay. Pussy, Mausi. Hast du jetzt endlich, Mausi? Ich bin gleich soweit, Mausi. Bachmeier? Ja? Was? Wie? Wo? Oh, Joachim, Mausi. Ja. Ja, hello, Mausi. Hi. Ja. Ja, no, Mausi. No. Yes. Yes. No, but
In the moment it is a little bit dickefilled. Difficult, Mousy. Yeah, I'm in many problems at the moment. I call you back, you understand? Yes, I call you back. Yes, Mousy. Yeah? Yeah? Mm. See you later, Mousy. Yep. Bist du jetzt endlich fertig, Mousy? Ja, nein! Das hat zum Mäusemelken heute hier. Hallo, Mousy. Kennst du mich mehr? Wenn es weitere Fragen mehr gibt, dann sehen wir uns Mousy wieder am Flutschi. Ich meine, was ist mit Flutschi? Wie bitte? Ach so, Sie meinen... Ich meine vor allem, dass die Konkurrenz nicht schläft. Süßholz und Erben bringt, und das wissen Sie, meine Herren, noch vor der Sommersaison das Eisbonbon Grönland auf den Markt. Und da erwartet der Verbraucher von uns eine klare Antwort. Und Sie meinen... Ich meine, dass wir als innovativer Süßwarenhersteller die Herausforderung qualitativ annehmen müssen und endlich den Markt mit dem bereits andiskutierten Lutschfruchtbonbon Flutschi penetrieren müssen. Ich muss das ja bitte... Aha, und deshalb... Deshalb hat ein Marketingkonzept für Flutschi allerhöchste Priorität. Wenn wir die nach den Einbrüchen bei den Paderborner Kokanthäppchen verloren gegangenen Marktanteile reaktivieren wollen. Ich frage Sie deshalb, meine Herren, was kann, soll und muss ein modernes Lutschfruchtbonbon leisten? Es muss schmecken. Das sind gesicherte Erkenntnisse darüber, welchen Stellenwert das Lecken in unserer heutigen Leistungsgesellschaft hat und wo wir für das Lutschen noch Marktnischen auslutschen, ausmachen können. Das heißt, differenzierter gesagt... Es muss schmecken. Die Marketing-Abteilung hat sich alle diese Fragestellungen schon seit geraumer Zeit zu eigen gemacht. Unsere Analysen haben ganz eindeutig ergeben, bis zum vierten Monat und ab dem 109. Lebensjahr lutscht der Deutsche überhaupt kein Bonbon. Ach was? Diese Klientel scheidet deshalb nach unserer Überzeugung als Zielgruppe für Flutschi völlig aus. Dennoch sehen wir die Marktchancen durchaus positiv, denn wir wissen heute, dass nicht weniger als 3,26% der Konsumgüter in der Bundesrepublik gelutscht werden. Das ist ja phänomenal. In diesem Marktsegment haben wir realistische Expansionschancen, während beispielsweise die Hersteller von Staubsaugern, Schnürsenkeln oder Überseeschiffen praktisch nicht ins Gewicht fallen. Aha! Und Sie meinen? Ich meine, das Lutschbonbon, genauer gesagt die Einstellung zum Bonbon als Lutschbonbon. Frucht! Frucht? Fruchtbonbon. Flutschi ist ein Lutschfruchtbonbon. Ja, ja, die Hauptsache ist... Es muss schmecken. Das sagte ich ja. Fruchtbonbon zum Lutschen. Nein, nein, Sie sagten Lutschbonbon. Ich habe es ganz genau gehört. Sie sagten Lutschbonbon. Es muss aber heißen Fruchtlutschbonbon. Lutschfrucht. Lutschfrucht? Flutschi ist kein Fruchtlutschbonbon, sondern ein Lutschfruchtbonbon. Genau. Und es muss schmecken. Also ist Frucht ja ein lustiges Flutschbonbon, ungefähr wie ein Drops. Genau. Aber ich bitte Sie, als Marketingleiter dieses Unternehmens kann Ihnen doch gar nicht entgangen sein, dass Lutschen in Lübeck etwas anderes bedeutet als Lutschen in Landsberg. Ja und? Was heißt das ja und? Ach, wissen Sie was? Lutschen Sie mich doch am Arsch. Und Sie können mich mal im Mundschein beflutschen. Schieben Sie sich doch Ihren klebrigen Hilfslolli sonst wohin, Sie Kalorienpfeife. Und Sie können sich Ihre pappig-süßen Ekelbatzen von mir aus auf die Arschbacke schmieren, Sie Kohlehydrat. Leckfetisch. Lutschperversling. Meine Herren! Sie können sich hier meinetwegen in harten Sachauseinandersetzungen begegnen. Sie können emotionell argumentieren. Ja, Sie können das Götz-Zitat aussprechen und auch der darin ausgesprochenen Aufforderung nachkommen. Aber bitte alles unter einer Bedingung. Es muss schmecken. Tut mir leid, Herr Hauptkommissar. Wir haben alles versucht. Schleppnetze, Taucher, Suchhunde, Hubschrauber. Nichts. Schade. Da kann man nichts machen. Ich hätte fest damit gerechnet, dass wir ihn hier im See finden. Naja, muss ich eben neuen nehmen, ne? Entschuldigung. Kann ich mal zwischen Ihnen beiden durchgehen? Aber gerne. Aber eine nach dem anderen. Ja. Ich hätte gerne diesen Betrag von meinem Konto abgehoben. Oh, Herr Weinert. Augenblick, bitte. Ja, Herr Weinert, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir haben schon den ganzen Tag auf Sie gewartet. Ach, wirklich? Ja, leider gibt es schlechte Nachrichten. Oh. Wir hatten heute Nacht hier einen Einbruch.
Das ist in der Tat eine schlechte Nachricht. Und ganz besonders für Sie. Für mich? Wieso? Ja, weil der Einbrecher Ihren Karton gestohlen hat. Mein was? Nun, Ihren Karton. Sie wissen doch, dieser kleine Schuhkarton, in dem wir das Geld für unsere Kunden aufbewahren. Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Nun also, wenn Sie bei uns Geld einzahlen, Herr Weinert, nicht wahr? Dann tun wir dieses Geld in einen Schuhkarton, schreiben Ihren Namen drauf und legen die Schachtel im Garten unter eine Bank. Und deshalb nennen wir uns ja auch Bank. Ist das nicht ein bisschen unsicher? Nö, wir tarnen das Ganze mit einem Zweig. Also unsere Zweigstelle. Ja, und jetzt können Sie mir kein Geld auszahlen. So ist es. Tut uns leid. Ja, ist denn nur mein Geld gestohlen worden? Nein, auch der Karton von Fräulein Menzel, unserer Mitarbeiterin. Ja, mein ganz neuer Karton ist weg. Das ist aber unangenehm. Ich hatte immerhin über 12.000 Mark auf meinem Karton. Ja, es tut uns ja so leid, Herr Weinert. Deshalb haben wir zum Trost ein bisschen für Sie gesammelt. Bitte schön. Nötig gewesen. Wir wünschen uns so sehr, dass Sie das annehmen. 32 Euro. Und wenn Sie das bitte hier quittieren würden, Herr Weinert, Sie können das Geld natürlich auch wieder bei uns einzahlen. Wir haben noch einen Karton. Nein, nein, um Gottes Willen, ich brauche das Geld, um schließlich Frau und Kind zu ernähren. Herr Weinert! Das Ganze war nur ein Scherz! Und ich bin drauf reingefallen. Natürlich nur ein Scherz. Mensch hat Ihren Karton geklaut, Herr Weinert. Hier ist er. Guten Morgen, Liebling. Guten Morgen. Ich bin sehr in Eile. Gibst du mir bitte ein Brötchen und den Dings, der, ich weiß schon, schwarz, flüssig. Ja. Danke. Ist ja heiß. Ja, aber Kaffee trinkt man meistens heiß, Schatz. So, so, ja. Wo ist denn mein Autoschlüssel? Und wir haben keinen Autoschatz. Nein? Was mache ich denn dann? Hier? Ist dein Busgeld. 2 Mark? Seit wann kostete deine Busfahrkarte 2 Mark? Also schon seit 3 Jahren, Schatz. Na, nun los, nun mach schon. Auf Wiedersehen, Gerlinde. Ach, Eva. Nein, Debbie. Helga! Mein Gott, Helga! Kannst du dir denn das nicht merken? Entschuldige, Inge. Guten Tag, Fritz. Wunderschöner Tag heute. Gerhard, ich heiße Gerhard. Und wer ist denn Fritz? Na, Sie sind Fritz. Fritz Isenbügel. Drum. Deswegen ist mir dieser Name auch von Anfang an so bekannt vorgekommen. Nächster Beethovenplatz. Beethovenplatz. Herr Isenbügel. Ja? Beethovenplatz. Ja und? Ja, hier ist Ihr Büro, Herr Isenbügel. Ehrlich? Vielen Dank, Fritz. Gerhard, ich heiße Gerhard. Das macht doch nichts, Bruno. Einen wunderschönen guten Morgen, mein liebes Fräulein Kirchner. Ich bin Frau Egermann. Ja, klar. Oh, das Grammophon. Den Isenbügel-Institut für Gentechnologie. Straßenreinigung. Fußpflege. Institut für Gedächtnistraining, Herr Isenbügel. Gedächtnistraining. Mutter, du